Also. Da hier kann man mal richtig Bier trinken, ohne dass man Kopfschmerzen kriegt. Das ist versprochen, Leute. Ja, so muss das sein. Ein lecker Bierchen, Leute. Beim Anblick eines Bieres schlägt das Herz fast jedes Thüringers höher. In Jena ist das Brauen eine alte Kunst. Seit mehr als 750 Jahren wird hier Bier hergestellt. Eine kleine Erlebnisreise in die Erzeugung des 21. Jahrhunderts bietet die Papiermühle. Da erklärt Braumeister Reinhard Lüneberg einmal im Monat alles rund um den begehrten Gerstensaft. Wie ist das mit dem Maischen? Was hat es mit dem deutschen Reinheitsgebot auf sich? Und was hat ein Whirlpool in einer Brauerei verloren? Jeder Winkel der Brauerei wird erkundet, von den Pfannen im Sudhaus bis zum Heiligsten, dem Keller. Dort lässt Braumeister Lüneberg wissen, dass in der Papiermühle nicht nur gebraut, sondern auch gebrannt wird. Die Bockbierbrände werden aus den hauseigenen Marken Alt-Jena und Jena Schellenbier destilliert. Aber wie kam das Schellenbier überhaupt zu seinem Namen? Leute, Schellenbier wurde ja auch von den alten Professoren gebraut. Dort hat es folgende Bewandtnis: Wenn die ihr Bier gebraut hatten, haben die ja die Fahne hochgezogen und hatten Glöckchen oben dran. Der Haken an der Sache war folgender: Wenn die Stadt Jena ihre Braurechte überhaupt selber wahrgenommen hat, haben die den sogenannten Jenaer Klatsch gebraut. Das war Dünnbier, Schankbier. Und die Professoren haben Starkbier gebraut und haben die aber billiger verkauft als die Stadt ihr Schankbier. Und wenn die Glöckchen läuteten, da hörte der Herr Studiosus: Aha! Ich krieg ein ordentliches Bier für wenig Geld. Na dann, wohl bekomm's. Lecker.